dass die von Pfarrer Kneipp beschriebenen traditionellen Heilverfahren auch heute noch wirksam und richtig sind. Vielen Dank, Herr Gerst, für die einführenden Worte. Wir sind sehr dankbar, dass die Gemeinde uns die Möglichkeit gibt, hier für Kneipp die Fahne hochzuhalten. Unser Schirmherr ist ja seit 1897 tot, trotzdem wird er immer noch. Er war ein echter Genie. Gestern haben wir einen Film sehen dürfen, wo man so ein bisschen einen Eindruck bekommen hat, was er eigentlich für ein Mann war und was er in Bewegung setzen konnte. Er konnte richtig die Leute verzaubern ziehen. Und allmählich kommt auch die moderne Medizin drauf, dass nicht nur die physikalischen Anwendungen, die also auch schon wieder ein Schattendasein führen, weil sie nicht von den Kassen übernommen werden, sondern eben nur auf private Initiative, sogenannte Selbstzahlerinitiative in Gang kommen. Wie zum Beispiel hier in Malente haben Sie so etwas Schönes, die Salzgrotte, die heute auch geöffnet ist, deswegen sind Sie nicht hier beim Stand. Aber diese Maßnahmen, die werden eben nicht von den Kassen übernommen und werden deswegen auch nicht mehr ausgebildet. Es gibt kaum noch Physiotherapeuten, die Kneippsche Anwendungen. Der himmlische Geist, ich habe ein bisschen gegoogelt, Heiliger Geist, dann kriege ich Weihwasser, das haben wir nicht. Er hatte es, aber er hat es auch nicht eingesetzt zu Heilzwecken, sondern eben Seelsorge. Dann wollen wir noch bitte ein Stück nochmal hören. Dann gehen wir mal wieder rein und dann.